Herzlich willkommen zu meinem Vortrag Tolkiens Oxford, Spuren seines Lebens. Da wir zurzeit ja nicht so gut verreisen können, wollte ich wenigstens eine kleine virtuelle Reise anbieten, und zwar nach Oxford, um dort den Spuren von Tolkiens Leben zu folgen. Zunächst einmal ist es allerdings so, dass Tolkien in Bloemfontein, der Hauptstadt des Oranje-Fristaats, am 3. Januar 1892 geboren wurde, als Sohn von Arthur Tolkien und Mabel Tolkien. Sein Vater war der Bankdirektor der Bank of Africa in Bloemfontein. Daher, aber seine beiden Eltern stammten aus Birmingham und Umgebung. Und deswegen ist er dann später auch dort eher aufgewachsen. Insofern stellt sich schon die Frage, wieso jetzt Tolkiens Oxford und nicht Tolkiens Birmingham oder Tolkiens Bloemfontein. Dazu ein kleines Bild. Das zeigt die Verteilung der Hauptwohnsitze in seinem Leben. Beginnend hier oben mit seiner Geburt und endend hier oben mit seinem Tod. Die ersten 3 Jahre war er in Bloemfontein. Danach ist seine Mutter für einige Monate nach Birmingham zurückgefahren, als Urlaub sozusagen. Sein Vater zusammen mit den beiden Kindern. Sein Vater wollte irgendwann mal nachkommen. Das ging aber erstmal nicht. Zunächst aus zeitlichen, dann später aus gesundheitlichen Gründen. Und dann ist sein Vater verstorben an einem rheumatischen Fieber. Und deswegen ist dann die Familie nicht mehr nach Bloemfontein zurückgekehrt, weil nachdem der Vater da nicht mehr Bankdirektor war, gab es keinen Grund mehr, wirklich dorthin zurückzukehren. Sondern sie sind in der Nähe ihrer Verwandten in Birmingham bzw. in einem kleinen Ort Sarehole in der Nähe von Birmingham geblieben. Dort wuchs dann Tolkien auf, das hat ihn durchaus geprägt in Sachen. Gerade Sarehole hat als Vorbild fürs Auenland das Ländliche und später dann eben in Birmingham seine Schulzeit, wo er eben mit einigen wichtigen Freunden zusammengekommen ist, die ihn gerade in der Entwicklung in Richtung Schriftstellerei deutlich beeinflusst haben. In Birmingham ist dann auch noch seine Mutter gestorben und er ist weiter unter die Vormundschaft eines katholischen Priesters, Father Francis Morgan, gekommen, der eben ein Freund der Familie war. Und er hat dort auch seine Frau spätere Frau Edith kennengelernt, und zwar in einer Pension, in der sie beide wohnten, nachdem sie beide Waisen waren. Nachdem er die Schule in Birmingham abgeschlossen hatte, kam er das erste Mal dann nach Oxford, und zwar fürs Studium. Außerdem ist in diesem Bereich, in dieser Zeitraum, fallen noch 2 andere Sachen außer dem Studium, nämlich der Erste Weltkrieg, wo er eigentlich nicht in Oxford war, sondern zeitweise in Frankreich, zeitweise eher so in der Birminghamer Gegend wieder für seine militärische Ausbildung. Aber das hatte ich jetzt nicht nochmal extra rausgenommen, das wäre ein bisschen sehr kleinteilig geworden. Und anschließend war er dann nochmal 2 Jahre in Oxford für seine erste Stelle sozusagen. Dann kam er an die Universität Leeds für einige Jahre und dann kam er wieder zurück an die Universität Oxford bis zu seiner Pensionierung. Und dann war er einige Jahre in Poole, hauptsächlich seiner Frau zuliebe. Und nach dem Tod seiner Frau ist er wieder zurück nach Oxford gekommen und hat da seine letzten Lebensjahre verbracht. Das erste Mal kam er Dezember 1909 zur Aufnahmeprüfung für die Universität Oxford nach Oxford. Die Aufnahmeprüfung fand in den Examination Schools statt und da
die Prüfung eine gewisse Zeit dauerte und er anreisen musste aus Birmingham, hat er im Corpus Christi College übernachtet. Die Colleges bieten eben für solche Gelegenheiten, aber auch für ganz normale Touristen an, die Studentenzimmer, die leer stehen, zu vermieten. Also insbesondere halt in den Ferienzeiten, wo alle leer stehen, werden die gerne vermietet. Tolkien ist in dieser Prüfung durchgefallen, was daran lag, dass eben kurz vorher hatte sein Vormund Father Francis Morgan von seiner Beziehung zu Edith gehört und hatte eben das verboten mit dem Hintergedanken, der Junge soll sich auf die Schule und auf die Universität konzentrieren und sich nicht mit Frauen rummachen. Aber das hatte natürlich den entgegengesetzten Effekt, weil kurz vor der Aufnahmeprüfung so ein Verbot, das hat ihn eher abgelenkt, als dass es dazu geführt hat, dass er die Prüfung sehr konzentriert angegangen ist. Allerdings ein Jahr später hat er die Prüfung nochmal gemacht, hat sie bestanden, hat ein Stipendium bekommen für die Universität Oxford und zwar für Grades oder Classics, das heißt also für griechische und lateinische Sprache, Literatur und Philosophie und hat dann eben angefangen zu studieren. Hier ein kleiner Ausschnitt aus der Innenstadtkarte von Oxford, das ist die High Street, das ist sozusagen die Hauptstraße, wo auch die Fernbusse und so reinkommen. Und an dieser liegen eben die Examination Schools und hier hinten an der Seitenstraße Merton Street liegt Corpus Christi College. Wo Merton Street, den Namen muss man sich merken, der hat später für Tolkien durchaus noch weitere Bedeutung. Tolkien kam 1911 dann ans Exeter College. Die Universität Oxford, die besteht eben aus lauter einzelnen Colleges, die unabhängig sind. Die haben ihr eigenes Geld, haben ihre eigene Verwaltung, ihre eigenen Professoren und Dozenten, ihre eigenen Studenten sozusagen. Aber sie bilden halt zusammen die Universität, haben auch eben gemeinsame Gebäude, haben gemeinsame Veranstaltungen und so weiter. Also wenn man als Student kommt man eben zu einem dieser Colleges, was jetzt nicht unbedingt inhaltlich ist. Es ist jetzt nicht so, ein College ist für Englisch zuständig, ein College ist für Naturwissenschaften zuständig oder sonst irgendwas, sondern es gibt, man wird halt einem dieser Colleges zugeordnet, bekommt einer der Dozenten oder Professoren an diesem College betreut den jeweiligen Studenten, gibt ihm also Tipps darüber, was er so machen sollte im Studium, und überwacht das ein bisschen, was er so tut. Der Student wohnt anfangs in diesem College und aber er besucht eben auch Vorlesungen von anderen Professoren, die nicht zu dem entsprechenden College gehören, sondern zu irgendeinem anderen College. Exeter College ist eines der älteren Colleges der Universität. Das hier ist das Wappen von Exeter College und das hier ist die große Halle von Exeter College, in der ganz normal die Essen stattfinden, aber eben auch, wenn irgendwelche Festlichkeiten sind, finden die in dieser Halle statt. Diese Halle liegt eben an dem Eingangshof des Colleges. Der Rasen hier darf halt von Studenten nicht betreten werden. Das ist die andere Seite des Hofes. Hier ist das Eingangstor, wo man reinkommt, wenn man das College besichtigen will oder wenn man da wohnt. Das hier ist die College-Kapelle. Und wenn man hier eben, das ist der Eingang zur College-Kapelle, wenn man reingeht, gleich auf der linken Seite findet man eine kleine Büste von Tolkien, von seiner Schwiegertochter Faith gemacht. Und dieses Gebäude hier ist wohl das, in dem Tolkien sein Zimmer hatte, als er im College gewohnt hat, allerdings nach außen zur Straße hin. Tolkien hatte eben angefangen mit Classics
zu studieren, hat dann die erste Zwischenprüfung gemacht und ist da jetzt nicht besonders toll abgeschnitten. Also er ist nicht durchgefallen oder sowas war jetzt auch nicht extrem schlecht, aber nicht so gut, wie er hätte sein können und nicht so gut, wie man es von ihm wohl erwartet hatte und wie er es wohl haben müsste, um dann wirklich eine gute Stelle später zu bekommen. Nur in einem Fach war er extrem gut, nämlich in Philologie. Und deswegen haben sich dann auch seine Professoren dafür eingesetzt, dass er das Stipendium, das er eigentlich für Classics war, behalten durfte, aber ein neues Fach oder das Fach wechseln durfte und englische Sprache studieren durfte. Das hat er dann auch weitergemacht. Bis 1914 erstmal, dann kam halt der Erste Weltkrieg. Und das war damals halt eine schwierige Zeit, insofern, als dass England eine Freiwilligenarmee hatte und wenn man als junger Mann sich nicht freiwillig gemeldet hatte, also Dugins Bruder Hilary zum Beispiel hat sich gleich freiwillig gemeldet und auch einige seiner Schulfreunde, dann wurde man erstmal schief angesehen. Für Tolkien war es aber so, dass er sagte, also er wollte eigentlich erst das Studium fertig bekommen, weil sonst steht er nach dem Krieg ohne abgeschlossenes Studium da und ohne irgendwelche Möglichkeiten, irgendwie eine Stelle zu finden und so. Und da fand er dann als Ausweg das sogenannte Officers Trainings Camp. Das bedeutet, er konnte sein Studium fertig machen, hatte aber gleichzeitig dann schon eine Ausbildung zum Offizier nebenbei und nachdem das Studium abgeschlossen war, wurde er dann sofort in die Armee aufgenommen und zwar als Offizier, als Lieutenant. Die letzte Zeit hat er dann nicht mehr im College gewohnt. Es ist aber auch relativ üblich, dass die Studenten am Ende ihres Studiums nicht mehr im College wohnen, sondern mit einem Kommilitonen Colin Cullis zusammen in der St. John Street Nummer 59. Und wie gesagt, er hat diese Offiziersausbildung parallel gemacht, die natürlich teilweise auch aus theoretischen Teilen bestand, aber eben auch praktisch mit Training, Schießtraining, Märschen und so weiter, was immer zur militärischen Ausbildung gehörte. Und dieser praktische Teil, der wurde halt im University Parks gemacht, wo man eben große Wiesen hat, wo sowas gut zu machen ist. Hier wieder ein kleiner Kartenausschnitt. Hier ist Exeter College. Hier nochmal die High Street, um zur Relation zu der anderen. Hier war Examination Schools. Hier ist St. John Street, Nummer 59. Und das hier, das große Grüne, sind eben die University Parks. Dann ging es erstmal in den Krieg. Nachdem Tolkien sein Studium sehr erfolgreich abgeschlossen hat, eine sehr guten Abschlussprüfung, kam er eben dann an die Armee und 1916 nach Frankreich in die Schlacht an der Somme. Dort fielen zwei seiner Schulkollegen, aber Tolkien hatte insofern Glück, in Anführungszeichen, als dass er am Grabenfieber erkrankte und deswegen schon 1916 nach wenigen Monaten wieder zurück nach England geschickt wurde und den Rest des Krieges krank, beziehungsweise eben nicht so voll einsatzfähig war, dass er zurück an die Front kam, sondern nur in England auf etwas weniger aufwendigen Posten eingesetzt wurde. 1918 verließ er dann wieder die Armee, nachdem der Krieg erfolgreich beendet war für England. Er suchte sich eine Stelle und aufgrund der Beziehungen, die er aus der Studienzeit hatte, kam er ans New English Dictionary, das dann später umbenannt wurde in Oxford English Dictionary. Er arbeitete dort als Lexikograf und bearbeitete Wörter mit dem Buchstaben W, Anfangsbuchstaben W, die dann später eben ins Lexikon aufgenommen wurden und er bearbeitete da eben Quellen, wo wurde das Wort wie verwendet, welche Bedeutung hat dieses Wort, wo kommt es her, mit welchen Wörtern aus anderen Sprachen ist es verwandt
und solche Sachen. Und da arbeitete er in diesem Gebäude, das ist heute das Science Museum, das naturwissenschaftliche Museum von Oxford. Damals war es eben das Redaktionsgebäude des New English Dictionary. In dieser Zeit wohnte er zunächst, er hatte inzwischen seine Frau, bevor er in den Krieg gegangen ist, Edith, seine Frau, geheiratet, nachdem er, als er volljährig geworden ist, den Kontakt wiederhergestellt hatte. Und hatte den ersten Sohn John, wohnten sie zuerst in der St. John Street wieder, diesmal allerdings in Haus Nummer 50. Und da das dann ein bisschen klein war, sind sie schon ein Jahr später dann in die Alfred Street, Haus Nummer 1. Heute heißt die Pusey Street. Das Haus ist auch abgerissen, es steht inzwischen ein neues Haus da. Das ist halt das Haus an der Ecke Pusey Street, St. Giles Street. Da haben sie dann von 1919 an gewohnt. Hier wieder die Karte. Das hier ist das Science Museum bzw. Dictionary. Hier ist St. John Street, Haus Nummer 59. Und hier, das ist das Haus an der Ecke Pusey Street, St. Giles, also Alfred Street Nummer 1. Danach ist Tolkien erstmal nach Leeds gegangen, weil er da eben eine Stelle zunächst als Dozent an der Universität bekommen hat und später dann auch dort zum Professor ernannt wurde. Die Professoren, die Situation da ist so, dass also Professoren gibt es immer nur relativ wenige pro Fach und eine größere Menge an Dozenten. Die Professoren sind halt die wichtigeren und die Universität Leeds wollte Tolkien eigentlich gerne behalten, weil er sehr engagiert war, sich da neuen Lehrplan gemacht hat und so weiter. Und deswegen haben sie ihn dann zum Professor gemacht. Das hat aber nicht gereicht, weil er hat sich dann beworben und ist dann Rawlinson and Bosworth Professor of Anglo-Saxon in Oxford wieder geworden. Oxford ist halt doch etwas die besser angesehene Universität. Außerdem hat es ihm auch wohl besser gefallen, die Stadt und das Ganze drumherum als Leeds. Und diese Professur, die ist eine Stiftungsprofessur und war deswegen ursprünglich erstmal keinem College zugeordnet. Später ist sie dann aber dem Pembroke College zugeordnet worden, das ich hier abgebildet habe. Da die Familie inzwischen ein bisschen größer wurde, immerhin hatte dann schon sein Sohn Michael kam dazu, Christopher, später Priscilla, seine Tochter, lebten sie zunächst in der Northmore Road Nummer 22 und und sind dann, als die Familie noch größer wurde, in die Northmore Road Nummer 20 umgezogen, die etwas größer ist, also das Nachbarhaus, das etwas größer ist und in dem wohnte vorher Basil Blackwell, der Verleger und Buchhändler, mit dem Tolkien auch so geschäftlich hin und wieder zu tun hatte. In dem Haus wohnten sie von 1930 bis 1947 und deswegen gibt es da auch so eine blaue Plakette dran, die daran erinnert, dass Tolkien dort gewohnt hat und eben auch den Hobbit und große Teile des Herrn Ringe dort geschrieben hat. Hier ist also das Pembroke College hier unten. Hier oben sind die beiden Häuser in der Northmore Road. Hier nochmal gerade High Street, St. John Street zur Einarbeitung. Und hier ist die Dragon School, wo Tolkiens Kinder dann zur Schule gingen. 1945 wechselte Tolkien nochmal seine Professur, wurde Merton Professor for English Language. Und damit also wechselte er auch das College, ist zum Merton College gekommen. Da hatte er dann hier in diesem Gebäude ein Büro, allerdings zur Parkseite auf der anderen Seite raus. Ich habe trotzdem nicht von der Parkseite fotografiert, weil da standen damals Gerüste davor. Im Merton College war er auch in der College-Verwaltung aktiv und
hatte da zum Beispiel, ist dann hin und wieder durch England gereist, um Besitz des Colleges zu besichtigen. Und er war auch im Weinkomitee und zuständig dafür, dass der Weinkeller des Colleges immer angemessen und gut gefüllt war. Allerdings 1947, die Familie war natürlich inzwischen ein bisschen kleiner geworden, weil die Söhne so langsam aus dem Haus gingen. Sind sie dann in die Manor Road Nummer 3 umgezogen. Das ist halt ein kleineres Haus und es gehört dem Merton College, deswegen wurde es ihnen dann zur Verfügung gestellt. Und ist es halt näher dran an der Innenstadt, insofern bequemer gewesen. Allerdings war es dann doch ein bisschen sehr klein, weshalb sie nach 3 Jahren dann in die Hollywell Street Nummer 99 umgezogen sind. Das wieder ein bisschen größer ist, allerdings auch von Merton College her bekommen hatten. Zwei weitere Gebäude, die in dieser Zeit für Tolkien relevant waren. Das hier ist die Taylorin Institution. Das ist in diesem Gebäude, das zur Universität gehört, und wo jetzt auch dann hier direkt das Ashmolean Museum dran ist. Da hat Tolkien viele seiner Vorlesungen gehalten. Das andere ist hier das Sheldonian Theater, das so eine Art Fest Raum für die Universitätsstadt darstellt. Also da wird dann immer die Eröffnung des akademischen Jahres mit Einzug der Professoren gemacht und eben dort hat auch Tolkien später dann seine Ehrendoktorwürde verliehen bekommen. Also wieder hier. Hier ist das Merton College hier unten an der Merton Street. Wenig verwunderlich. Hier ist das Sheldonian. Und hier die Tellurian Institution, hier Nummer 3 Manor Road und hier Nummer 99 Hollywell Street. In der Hollywell Street waren Tolkien auch nur 3 Jahre lang, weil damals war diese Straße hier noch eine Durchfahrtsstraße. Heute gibt es hier am Ende der Straße, was kurz danach kommt, solche Poller und man kann da nicht mehr durchfahren, aber damals war es Durchfahrtsstraße auch für Lastwagen und so und es war sehr laut. Auch heute noch ist es so, die Straße, die hier runtergeht, St. Cross Road, ist durchaus auch viel befahren und man hört das auch noch da in der 99. Also man sieht es ja, man ist ganz nah am Ende der Hollywell Street. Deswegen ist Tolkien dann umgezogen in die Sandfield Road Nummer 76 hier oben. Das ist sehr, doch ganz schönes Stück außerhalb der Innenstadt und insbesondere, was man eben auf der Karte nicht sieht, höchstens daran, dass es hier Haddington Hill Park heißt. Das geht halt den Hügel rauf. Doch ein ganz, ganz schön steil. Also Tolkien, der hat ja damals noch gearbeitet. Wenn der dann zu seinen Vorlesungen gefahren ist, ist er mit dem Fahrrad hier den Hügel runter im Talar, mit wehendem Talar. Und abends dann wohl etwas weniger wehend wieder raufgefahren. Das ist Haus Nummer 76 Sandfield Road. Der spätere Besitzer hat dann mal eine Tafel angebracht, wo drauf steht, dass Tolkien hier gewohnt hat, mit einem Drachen drauf und einer Hobbithöhle. Das Haus hat halt eben auch die Garage dran, die Tolkien dann als sein Büro nutzte in der späteren Zeit, wo er dann eben am Silmarillion gearbeitet hat, die letzten Sachen am Herr der Ringe, die Überarbeitung vom Hobbit und solche Sachen gemacht hat. Und dieses Haus wurde eben dann halt auch bekannt, nachdem Tolkien durch den Herr der Ringe so bekannt wurde. Zum einen hat dann zum Beispiel auch W.H. Auden in einem Zeitungsartikel über Tolkien mal geschrieben, dass dieses Haus extrem hässlich wäre, also auch von der Inneneinrichtung her, was Tolkien nicht so toll fand. Und zum anderen war es halt dann eine bekannte Adresse und deswegen kamen immer wieder mal Fans vorbei und haben geguckt und haben fotografiert oder was auch immer. Was dann auch nicht so toll war für Tolkien.
Deswegen ist er dann eben 68 auch, unter anderem auch deswegen, ist er dann 68 nach Poole umgezogen mit seiner Frau. Seine Frau war auch in Oxford nie so richtig angekommen, hatte nie so die Kontakte gehabt. Deswegen war es ihn, sind sie ihr zuliebe dann eben ganz woanders hingezogen, nach Poole an die Südküste, wo die Familie vorher schon hin und wieder Urlaub gemacht hat. Insofern, das kannten sie schon und sie fanden es schön. Aber nachdem Tolkiens Frau dann gestorben war, kam er eben wieder zurück nach Oxford, und zwar in die Merton Street Nummer 21. Da bekam er vom Merton College wieder eine Wohnung gestellt, und zwar in so eine Art betreutes Wohnen. Die hatten im Haus eben ein Hausmeister-Ehepaar, das für ihn dann auch mitgekocht hat und bei denen er auch hin und wieder mal zum Beispiel Tennis im Fernsehen gucken konnte. Wenn er Besuch hatte, ist er dann aber auch zum Essen gehen ins Eastgate Hotel, ein paar Schritte weiter in der Merton Street gegangen. Also hier nochmal, das hier ist das Merton College. Hier ist Nummer 21 Merton Street, hier ist das Eastgate Hotel. Das ist die High Street, hier sind die Examination Schools. Jetzt ein paar Freunde von Tolkien, und zwar die sogenannten Inklings. Die Inklings waren ein inoffizieller Club von Leuten, die sich für Literatur interessierten und auch geschrieben haben, hauptsächlich um C.S. Lewis herum. Tolkien war sozusagen der zweite Wichtige dabei. Die anderen wurden eben dadurch reingezogen, dass sie eben mit einem von den beiden befreundet waren. Wobei Tolkien eben auch mit Lewis befreundet war, sozusagen. Insofern hat Lewis Tolkien mit reingezogen, aber die beiden waren die Attraktoren sozusagen. Lewis war eben auch an der Universität Oxford tätig als Dozent lange Zeit. Da auch im Englischbereich, deswegen dadurch hat er eben Tolkien kennengelernt. Und Lewis ist auch in Oxford beerdigt, eben auf diesem Haddington Hill, auf einem Friedhof dort oben. Ein weiterer wichtige Person, die in diesem Club ist, Charles Williams, der heutzutage weniger bekannt ist. Also Lewis ist ja mit seinen Narnia-Büchern immer noch recht bekannt. Und Williams ist aber, hat er so theologische Thriller geschrieben, die heutzutage weitgehend vergessen sind. Williams war erst zum Ende der Zeit bei den Inklings dabei, weil er war eigentlich bei der Oxford University Press, die aber in London saß, tätig. Und erst im Zweiten Weltkrieg wurden die Büros dann von London tatsächlich nach Oxford verlegt. Und in dieser Zeit hatte dann Williams hauptsächlich Kontakt mit den Inklings, war da einer der großen Mittätigen bei den Inklings. Williams ist dann 1945, kurz bevor die Inklings ihre große Siegesfeier, in Anführungszeichen, also Kriegsendefeier machen wollten, gestorben und ist auch in Oxford beerdigt, auf dem St. Cross Friedhof, wo eine ganze Reihe Leute liegen. Unter anderem eben auch Hugo Dyson, ein weiterer von den Inklings, auf den ich nachher nochmal zurückkomme, der aber auch unter anderem dafür bekannt ist, dass die Inklings haben sich halt gegenseitig ihre Werke vorgelesen, und Dyson hat dann irgendwann mal Vetos eingelegt gegen Lesungen aus dem Herr der Ringe, weil er nicht schon wieder irgendwelche Elben haben wollte. Der vierte wichtige, Barfield, der gehört nicht zu dem Grab, das da drunter ist. Der liegt nicht in diesem Grab, sondern Barfield war
mehr so aus der Ferne, war nur sehr selten bei den Inklings dabei, weil er auch in London saß, als da als Rechtsanwalt, hatte dann eine Rechtsanwaltskanzlei, und ist auch in London beerdigt. Aber er hatte halt einen sehr großen Einfluss auf Lewis und Tolkien und ihre Ideen über Sprache. Was das Grab hier drunter ist, gehört nicht zu BaFin, wie gesagt, sondern gehört auch zum St. Cross Friedhof, wie die beiden anderen auch. Und ist das Grab von Basil Blackwell, dem Verleger und Buchhändler, bei dem Tolkien eben von wegen Buchhändler hin und wieder gewisse Schulden hatte, der aber als Verleger es nie geschafft hat, Tolkien dazu zu bringen, ein Buch fertig zu kriegen, mit dem er eigentlich seine Schulden sozusagen abarbeiten sollte. Überhaupt ist dieser St. Cross Friedhof sehr voll mit bekannten Leuten. Die Inklings trafen sich üblicherweise zweimal in der Woche. Einmal dienstags vormittags im Pub Bird and Baby. Eigentlich heißt der Eagle and Child. Der Pub, der existiert immer noch. Und zwar trafen sie sich im Hinterraum, dem sogenannten Rebel Room, der hinten auf den Garten rausging, so dass da ab und zu mal Kaninchen reinkamen, weshalb er eben Rebel Room genannt wurde. In diesem Raum befinden sich heutzutage auch ein paar Fotos, ein paar Bilder von Inklings und eine Tafel, die sagt, also hier saßen die Inklings. Heutzutage ist es eigentlich so, dass der Pub nach hinten raus verlängert worden ist, so dass es keineswegs mehr der hinterste Raum ist, also eher relativ weit vorne bis Mitte des Pubs, wo man den findet. Also, aber man merkt schon, das ist so das Ende des alten Teils. Und sie trafen sich Donnerstagabend im Magdalen College, an dem Lewis eben Dozent war und wo er eben auch sein Zimmer hatte. Und zwar hier im New Building, hinten im College, oberhalb dieser Pflanzen hier in diesem Zimmer, hinter einem dieser Fenster war Lewis Büro. Zum Magdalen College gehört auch der sogenannte Addison's Walk. Das ist so ein Rundweg, Spazierweg im Park von Magdalen College, benannt nach einem früheren Professor. Und der ist insofern für die Inklings relevant, weil an einem Abend auf diesem Addison's Walk eben Lewis, Tolkien und Dyson spazieren gegangen und haben über Mythologie und Religion diskutiert und gesprochen, was verschiedene Folgen hatte. Zum einen hat Tolkien daraufhin das Gedicht Mythopoeia geschrieben, um seine Argumentation da darzulegen. Und zum anderen hat dieses Gespräch deutlich dazu beigetragen, dass Lewis, der zwar, nachdem er eine gewisse Zeit lang Atheist war, schon wieder an Gott glaubte, aber noch nicht das Christentum wieder angenommen hatte, sich dann zum Christentum wieder bekannt hat. Und er wurde ja dann später einer der großen christlichen Apologeten. Das war dann sein großes Thema. Ein bisschen hat es Tolkien halt gewurmt, dass Lewis dann nach seinem Einfluss zwar wieder Christ geworden ist, aber wieder Anglikaner und nicht Katholik wie Tolkien und dass möglicherweise auch, dass Lewis halt mit diesem wiedergefundenen Christentum so groß rauskam. Nicht nur also mit seinen Büchern über Christentum, sondern auch Radiosendung dazu gemacht hat und sowas. Also hier findet man dieses Eagle and Child Pub an der St. Giles Road, direkt gegenüber ist das Lamp and Flag, das eben auch von den Inklings häufiger benutzt wurde. Hier unten das Checkers wird auch häufiger mal benutzt. Und hier ist noch eine Kneipe, die nicht ganz uninteressant ist. Das ist da gegenüber vom Science Museum. Ist es White Horse, dessen Schild schon eine gewisse Ähnlichkeit mit einem prancing Pony hat, also mit einem tänzelnden Pony. Könnte also durchaus eine Inspiration gewesen sein. Hier oben ist der St. Cross Friedhof, an dem eben einige Inklings und auch andere wichtige Leute
zum Beispiel Graham von Winter in Weiden liegen. Und hier ist eben das Magdalen College und das New Building und insbesondere eben auch dieser Addison's Walk. Hier oben ist der Friedhof, auf dem Lewis beerdigt worden ist. Wie gesagt, Tolkien war Katholik und ist entsprechend auch häufig zur Kirche gegangen. Anfangs wohl hauptsächlich in St. Aloysius, der Oratoriumskirche, die ist halt ziemlich in der Innenstadt. Und außerdem, Father Francis Morgan gehörte eben auch zur Oratoriumsbewegung, deswegen hat er von vornherein gewisse Beziehungen zur Oratorium. Dann, als er in der Northmarode war, war St. Gregory und St. Augustine seine Hauptkirche, wo er hingegangen ist, und in der St. Philip Road dann St. Anthony. Nach seinem Tod ist Tolkien auf dem Wolvercote-Friedhof beigesetzt worden, der im Norden von Oxford liegt, aber, ein wichtiger Hinweis, liegt nicht im Dorf Wolvercote, sondern eben nur in die Richtung. Und zwar liegt er dort zusammen mit seiner Frau, Edith, und auf dem Grabstein stehen eben außer den Namen von ihr und ihm und den Lebensdaten, den Jahren nur, außerdem noch die Namen Lucien und Beren nach den entsprechenden Personen aus seiner Mythologie, die durch Lucien eben durch seine Frau inspiriert worden ist. Das wollte er auch drauf geschrieben haben und die Kinder haben dann gesagt, ja, wir wollen dann halt Beren für den Vater. Direkt nebenan ist inzwischen sein Sohn John beerdigt. Und ein bisschen weiter entfernt liegt auch auf demselben Friedhof Humphrey Carpenter, der die offizielle Biografie von Tolkien geschrieben hat. Der Wolvercote Cemetery ist insofern halt gewählt worden oder zeichnet sich dadurch aus, dass er eben ein interkonfessioneller Friedhof ist. Das heißt, auf diesem Friedhof gibt es eben auch einen katholischen Teil und einen jüdischen Teil und nicht nur einen anglikanischen Teil. Hier sieht man dann auch nochmal hier unten an der St. Giles Street fast ist St. Aloysius, die Oratoriumskirche. Dann deutlich weiter oben findet man eben hier St. Gregory und St. Augustine. Hier noch weiter außen der Friedhof. Und hier oben in der Nähe St. Philip Road eben St. Anthony. In den University Parks hat die Tolkien Society eine Bank gestiftet, wo da eine kleine Plakette dran ist, die an Tolkien erinnert, und zwei Bäume, einen Silber mit etwas silbrigen Blättern und einen mit gelben, goldenen Blättern, um an die zwei Bäume von Valinor zu erinnern. Allerdings liegt auf Laurelin, also dem goldenen Baum, ein gewisser Fluch. In seiner Jugend wurde er vom Rasenmäher angefahren und deswegen nie richtig gewachsen, weshalb dann ein Ersatzbaum gepflanzt wurde, der allerdings krank wurde und eingegangen ist, weshalb es jetzt trotzdem immer noch den relativ kleinen Laurelin, den Ursprungslaurelin gibt und den relativ großen silbernen Tiberion. Weitere Erinnerungsstätten sozusagen an Tolkien, das ist inzwischen keine echte Erinnerungsstätte mehr. Im Botanischen Garten hatte Tolkien einen Lieblingsbaum, der allerdings inzwischen morsch geworden ist, sodass er Äste verloren hat, ein Teil der Mauer, die daneben ist, beschädigt hat, weshalb er dann inzwischen abgesägt wurde. Was aus dem ganzen Holz geworden ist, weiß ich nicht. Das war halt kurz nachdem es abgesägt worden ist. Eine andere Sache ist im Ashmolean Museum, im Museum für Altertumskunde, Archäologie, findet man im Keller, im Untergeschoss, so ein paar Tafeln, die für Kinder so erklären, wie das ist mit Archäologie und so weiter. Und in einer dieser Tafeln findet man eben auch das Bild Conversation with Smaug von Tolkien
als Illustration abgebildet. Das Ashmolean-Museum ist kostenloser Eintritt, wie viele Museen in England. Man hat da halt so Spendenboxen, wo man was reinschmeißen kann. Andere mögliche Erinnerungsstätten: Blackwells Buchhandlung. Zum einen, weil halt Tolkien durchaus einiges mit Blackwell zu tun hatte. Zum anderen, weil sie eben eine relativ große Buchhandlung sind, wo man Bücher kaufen kann und auch gut eine große Tolkien-Abteilung haben. Direkt neben Blackwells Buchhandlung ist jetzt die Weston Library, neue Teil der Bodleian Library, wo auch Tolkiens, die Bücher von Tolkien, der Bodleian Library, also der Universitätsbibliothek sozusagen gestiftet worden sind, aufbewahrt werden. Dann gibt es natürlich noch die Original-Bodleian Library, die gegenüber ist. Eine sehr interessante alte Bibliothek, die eben auch von Tolkien damals genutzt wurde. Und zu dieser Bibliothek gehört auch noch die Radcliffe Camera, die heutzutage ein studentischer Lesesaal ist. Sie mit normalen Führungen oder den meisten Führungen durch die Bodleian Library, es gibt also da angeborene Führungen, kommt man nicht in die Radcliffe Camera. Es gibt allerdings jeweils einmal am Tag oder so eine große Führung, die geht auch in die Radcliffe Camera und ins Untergeschoss, ins Archiv. Und die Radcliffe Camera ist halt insofern besonders relevant für Tolkien, weil in seinem unvollendeten Buch Notion Club Papers wird die Radcliffe Camera direkt mit Saurons Tempel in Numenor verglichen. Also sozusagen so ungefähr kann man sich Saurons Tempel in Numenor vorstellen. Also hier in den University Parks findet man diese Bank und die Bäume. Hier ist das Ashmolean Museum. Hier die Buchhandlung Blackwells gegenüber der Bodleian Library und die Radcliffe Camera. Und hier hinten ist der Botanische Garten. Also hier wieder High Street, Merton College. Wenn man sich jetzt also nochmal so den Überblick anschaut, hier oben, das hatte ich vorhin nicht erwähnt, hier oben ist das Haus, wo Lewis gewohnt hat, mit seinem Bruder zusammen. The Kilns, das ist jetzt auch so eine Art Lewis-Museum, Gedenkstätte. Dann sieht man halt, wenn man sich so im Überblick, doch die meisten Sachen sind hier in einem relativ engen Raum in der Innenstadt. Die meisten Sachen, die für Tolkien relevant waren. Also diesen Bereich kann man leicht innerhalb von 2 Stunden so ablaufen und sich das alles angucken. Die Northmore Road ist ein bisschen weiter draußen. Die Sandfield Road ist halt nicht nur deutlich weiter draußen, sondern eben auch ein Hügel rauf, ebenso wie der Friedhof. Insofern, die beiden Sachen, kann man natürlich auch zu Fuß erreichen, ist klar. Aber da ist dann halt die Frage, ob man da nicht dann doch lieber einen Bus nimmt, um zumindest den Hügel raufzukommen oder mit dem Auto unterwegs ist, mit dem Auto hinfährt. Wobei Oxford jetzt nicht unbedingt die beste Stadt ist, um da Auto zu fahren, weil es eben gerade in der Innenstadt sehr viel gesperrte Straßen gibt. Insofern wünsche ich allen, wenn es dann mal wieder geht, eine gute Reise nach Oxford und dass es möglichst bald wieder schöne Möglichkeiten gibt, selbst solche Fotos zu machen, selbst solche Erinnerungen zu finden. Und ich wünsche noch weiterhin einen schönen Tolkien-Tag in diesmal virtueller Form. Insofern nicht unbedingt direkt in Pont, aber im Geiste doch in Pont. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.